schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Hast du schon Erfahrungen? Wurdest du schon mal fotografiert? Also ich habe noch keine Erfahrungen. Ich habe nur privat mit meinen Freundinnen mal Fotos gemacht und habe da gemerkt, dass es mir sehr Spaß macht und auch ganz gut liegt. Wie hast du uns gefunden? Also ich habe mit meiner Mutter zusammen im Internet recherchiert ein bisschen und dann sind wir auf viele Foren gestoßen, wo Modelpool auch sehr gute Rezensionen hatten und oft gesagt wurde, dass es eine seriöse Agentur ist, und dann habe ich mich da online beworben. Du musst grundsätzlich bei uns erstmal so ein kleines Infosheet ausfüllen. Ganz normal Name, Vorname, Adresse. Nicht scheuen, das sind jetzt zum Beispiel so Sachen wie, ob du tätowiert bist, ob du Piercings hast oder irgendwelche sichtbaren Narben, die man vielleicht nicht mit Photoshop im Nachhinein bearbeiten kann oder überschminken. Es ist auch bei uns so, dass wir vorab von dir erstmal Fotos benötigen, um dir ein Book aufzubauen. Das Book ist ja dafür da, dass du dich bei den jeweiligen Kunden dann auch dementsprechend bewerben kannst. Vorangehend sind dann die Testshootings. Das sind Fotografen, mit denen wir schon sehr lange zusammenarbeiten und die dann auf kostenfreier Basis sowohl für uns als auch für dich Fotos von dir machen. Für die Shootings müsstest du jetzt eigentlich in den nächsten Wochen immer parat stehen. Wie ist das jetzt mit deiner Zeit? Hast du jetzt dann Schule? Oder? Also ich gehe zwar dann noch zur Schule, aber nachmittags habe ich auf jeden Fall immer Zeit oder an den Wochenenden, und meine Mutter fährt mich auch immer überall hin, deshalb ist das kein Problem. Du hast den Bogen ausgefüllt und dann werden jetzt Fototermine ausgemacht? Wir machen vorher von dem Modell, das sich neu vorstellt, immer Polaroids. Das heißt kein Make-up, kein Filter, kein Photoshop. So wie sie ausschaut, schaut sie auch auf den Fotos aus. Das machen wir meistens hier bei uns in der Agentur. Die Fotos werden dann zusammengestellt, die besten vier, und werden dann an eine Reihe von Fotografen aus dem Raum Düsseldorf und Köln geschickt. Wir erhalten dann relativ zügig nach 2-3 Tagen direktes Feedback und schicken das Modell dann zu den Fotografen, wohlweislich, dass das Modell dort auch gut aufgehoben ist. Es gibt jetzt ein Book, und was passiert dann? Wir haben hier aufgrund dessen, dass wir die älteste Agentur in Deutschland sind, Stammkunden, die schon seit Jahren buchen und auch schon uns sehr lange die Treue halten. Und bei denen können wir das Model dann auch direkt vorschlagen. Vielleicht ist das Model gerade der Impuls für was Neues bei der Firma, bei dem Bekleidungshersteller oder wie auch immer. Dann wird geguckt, dass man die Modelle natürlich so viele Jobs, gute Jobs, wie möglich organisiert. Was ist denn günstige Eigenschaft, die ich habe als Model, wenn ich möglichst vielfältig bin oder wenn ich Ecken und Kanten habe, speziell bin? Eigenarten eines Modells sind in Deutschland nicht so gefragt. Wenn man jetzt zum Beispiel nach London oder nach Mailand schaut, dann schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Das hat auch damit zu tun, dass der Markt einfach ein ganz anderer ist. Das Modell, was nett lächelt und einfach so ausschaut, ob es nebenan wohnt, immer noch das gefragtere Modell hier in Deutschland. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Größe an. Also es fängt bei uns an mit 1,74. Es gibt ein paar Ausnahmen, die sind natürlich schon extrem schön. Dann ist es so, wenn ich das Foto anschaue, dann haut es mich vom Stuhl. Das heißt, es ist aber primär Foto, Model, oder ist es eben auch Catwalk? Es ist sowohl der Catwalk, also der Laufsteg, als auch das Fotomodell, es ist auch das TV-Model. Jetzt ist Kelly Sue irgendwie ein bisschen dazwischen, ne? Zwischen Kids und Adult, oder ist das komplett Adult-Sparte? Die Kelly Sue ist jetzt eigentlich genau auf der Kante. Es kann natürlich auch sein, dass sie mit 15 schon so Adult rüberkommt, also so erwachsen rüberkommt, dass man sie mit 20 oder für 20 hält. Es hat wenig mit dem Alter zu tun, eher sowas mit der Optik vor der Kamera. Wie ist bei dir der Wunsch entstanden, das zu machen? Also ich wurde früher schon öfter angesprochen, dass Leute gesagt haben, ja, wenn du groß bist, dann solltest du auch mal Model werden oder so. Und irgendwann hat mich dann auch mal eine Studentin, die Design studiert, im H&M angesprochen, ob ich nicht mal für sie laufen möchte auf ihrer nächsten Show. Und das hast du auch gemacht? Ja, da bin ich dann mitgelaufen. Cool. Jetzt hast du gerade erklärt, du hättest diese Agentur gegoogelt im Grunde genommen. Was wurde denn so geschrieben über diese Agentur? Also ich meine, ich stelle mir das Schwierigste vor, wirklich jemand Seriöses zu finden. Modelpool ist ja auch Mitglied von der Vereinigung Felma, und deshalb hatte ich auch gutes Vertrauen in Modelpool gelegt, dass die das alles ganz gut machen. Was haben sie denn gesagt, als ihre Tochter gesagt hat, ich will modeln? Ja, also eigentlich hat erstmal unser ganzes Umfeld schon immer gesagt, die Kelly Sue muss modeln. Das war jetzt erstmal so der Anfang. Und das fand ich also sehr angenehm, dass man da eine Internetbewerbung absenden konnte, haben wir ein Foto im Anhang gehabt. Ja, und bei uns ist das dann so gewesen, am nächsten Tag kam schon der Anruf. Morgens um 9:30 hat die Anna von Modelpool angerufen und schon gesagt, sie haben eine sehr hübsche Tochter, aber sehr jung, hat sie gesagt. Aber ich möchte sie trotzdem sehen. Ich bin da eigentlich ganz glücklich mit. Jeder hat so ein anderes Hobby.
Wir haben jetzt ganz viel über Modelle gesprochen und meinen, glaube ich, meistens Frauen, aber kommen auch Männer? Ja, Männer, wir haben natürlich auch Männer. Und Männer allgemein sind natürlich auch in keinster Weise ungefragt, aber doch weniger gefragt als die Frauen. Habe ich jetzt irgendwas nicht gefragt, was noch ganz, ganz wichtig ist? Vielleicht noch ein kleiner Aufruf, die Leute können sich bewerben. Nee, also, auch in jedem Alter? Ja, jedes Alter. Kind, erwachsen, alt, jung, also einfach alles schicken.